Junge, Freundchen, du hast mir jetzt eine Menge zu erklären. Verrückt! Oh nö, jetzt klingelt das hier auch noch. Moment. Ja, ja. Bin gleich wieder da. Ja, ja. Wo ist denn das Telefon? Ich hör's doch. Ich hör's auch. Hä? Kuschel, Joey. Zeit merken, rausschneiden. Ja, ja. Ja. War weg. Plötzlich. So. Ja. Also, ich finde das schön, wie der das sagt. Verriff Schlind. Das war nicht mehr als ein klitzekleines Spiel oder Freunden. Ohne Einsatz und ganz ohne Schummeleien. Ja, ja. Oh, ich wusste ja, dass du ein Nichtsnutz bist, aber ein unschuldiges Mädchen bei einer Partie Karten zu beschummeln. Schwing die Hufe und zwei etwas pronto, wenn ich bitten darf. Ja, X! Jawohl! Werte Caballeros, im Namen des Gesetzes, es tut mir leid. Der alte Derringer ist ein wenig aufdringlich und hat einen schrecklichen Humor. Aber insgeheim ist er eine gute Seele. Nun, wie auch immer, ihr seht aus, als sei euer Claim wohl woanders abgesteckt. Was treibt euch in unser kleines Prärienest? Wir sind auf der Suche nach einem besonderen Gegenstand. Der Wolf, den man hier El Rojo nennt, trägt diesen Gegenstand um seinen Hals. Ihr wollt euch wohl also mit El Rojo treffen, ja? Bei allem Respekt, aber euch hat man wohl alle Nuggets aus der Pfanne gesiebt. Obwohl, wenn ihr das wirklich ernst meint... Hört zu, hier ist nicht der richtige Ort, um so etwas zu besprechen, Freunde. Die Leute kommen zur Entspannung hierher und ich will ihnen die Stimmung nur ungern vermiesen. Reden wir draußen über die Sache. Ich warte an dem ausgetrockneten Flussbett im Norden auf euch. Na gut. So, dann wär's das ja. Oh, da hinten. Nee, den kann man nicht ansprechen, ist ja klar. Ist ja manchmal so mit Statisten. So, Kumpelinchen hat hier auch nix. Okay. Rojo, bla bla bla. Okay. Oh, ein Leguan? Das Schild kann man nur drehen. Oh, wir haben hier nacktes Flussbett! Nackt im Flussbett. Hinweismünze in diesem komischen Gitter neben der Tür links. Gitter neben der. Ah, da. So. Quasi senkrecht drüber ist noch eine. In dieser Leiter oder was ist das? Ja, nee. In dem Sack daneben. Ich bin beleidigt, weil ich hier wieder am Klicken bin. Oh. Ih, die Farbe gefällt mir gar nicht. Oh, Ich wollte denn einfach so wuchern, dass unser noch, Haus ist bedeckt. Ich hab noch was gefunden. Montera Raupe! Wo ist die denn? Wegen des Bewuchses mit rotem Efeu wirkt das Haus recht unheimlich. Ja, hier, bei dieser Raupe da. Au! Was? Aua! Na gut, Stacheldraht, diesmal gewinnst du. Was, wo? Der Stacheldraht oben rechts. Ist ja niedlich. So, wo hast du noch eine Raupe gefunden? Eine Raupe ganz links. Und rechts in diesem Zaun, da kann man ein Stück rausbrechen, da kommt dann eine Hinweismünze raus. Ah, Tatsache. Mhm. Sag ich ja. So, jetzt ist, glaube ich, hier nichts mehr. Jetzt können wir Mr. Sheriff Schlind ansprechen. So, jetzt. Er hat sogar ein Rätsel. Sorry für gerade eben. Ich wollte nur eine unnötige kleine... Ich wollte nur keine unnötige Aufregung verbreiten. Alle fürchten sich vor dem großen, bösen Wolf, nicht wahr? Ja, Rotkäppchen.
Kann man wohl so sagen. Der alte Rucker soll bei jedem seiner Besuche für eine Heidenaufregung. Ihr seid nicht auf den Kopf gefallen, so viel ist klar. Daher muss euch aufgefallen sein, dass um das Dorf außer Ödnis nicht viel ist. Ah, sehr schön, wie das klingt. Wahrscheinlich ist sein Wasserloch ausgetrocknet. Oh, meines noch nicht. Und nun kommt er nach Toredo, um seinen Durst zu stillen. Eine andere Erklärung wird mir nicht einfallen. Das ist gut möglich. Tiere haben schließlich einen angeborenen Überlebensinstinkt. Eben. Nun, ich will mich nicht mit ihnen verbrüdern. Aber so etwas macht mir eben schon Sorgen. Wenn der Ross so weitermacht, werden die Dorfbewohner eben bald nach dem Leben trachten. Ihr Neffen liegen blank. Und wer sagt, dass er nicht eines Tages noch den alten Derringer oder irgendwen anderen zum Frühstück mitnimmt? Macht doch nix. außer natürlich bei, wie hieß der denn jetzt nochmal gleich? Oder war das Derringer, der Besoffene? Nee, Derringer war der Betrunkene. Das wäre schade. Ja. Ihre Besorgnis ist eichleuchtend. Nein, ihre Besorgnis ist einleuchtend, Sheriff. Pokémon Glumanda. Dennoch ist es für uns außerordentlich wichtig, dass wir El Rojo treffen können. Mit einem, ja, entweder Einschläferungspfeil oder gleich mit einem Gewehr. Sie können uns sicherlich sagen, wo sich sein Unterschlupf befindet, nicht wahr? Lasst euch nicht einschüchtern, was? Na gut, aber erst helft mir bei dieser Knobelei. Okay. Ein bisschen Heizung aufgedreht, irgendwie ist mir gerade kalt. Der Hühnerdieb. Ein Bauer kommt nach Hause und stellt fest, dass der Hühnerstall offen steht und alle Hühner entlaufen sind. Der Sheriff ermittelt darauf hin und verdächtigt A, B, C oder D. Aber die beschuldigen sich gegenseitig. B war's, B ist schuld. C war der Täter, ganz ohne Zweifel. Oder soll ich die lieber so sprechen, wie sie dort unten aufgeführt sind? Kannst du auch machen. B war's, B ist schuld. Nee, C war der Täter, ganz ohne Zweifel. Es war entweder A oder B. Mach du das mal. Nur einer der vier sagt die Wahrheit. Bekommst du raus, wer der Schuldige ist? Okay, jetzt müssen wir wieder annehmen, wer... Also nehmen wir mal an, A. Einer sagt nur die... Also wenn A die, wenn A die Wahrheit sagt, sagt auch C die Wahrheit. Geht also schon nicht. So. Ja. Sagt, C war der Täter, ganz ohne Zweifel, dann ist es D. Wenn C die Wahrheit sagt, ist es B und wenn D ist es C. Was? Nee, Quatsch. Wenn C die Wahrheit sagt, lügt B. Ja, nee, wenn C die Wahrheit sagt, dann sagt A auch die... Na, dann sagt A ja, vielleicht nicht die Wahrheit. Dann sagt A sicher nicht die Wahrheit. Stimmt. Dann sagt B auch sicher nicht die Wahrheit und D sagt auch nicht zwangsläufig die Wahrheit. Naja, warte mal. Stimmt. Na, wenn C, dann war's ja C nicht sagt, A. C, wenn's A war, sagen wir A war es und C hat damit recht. Mhm. Dann würde D A lügen. Ja, dann würde A lügen. D würde auch lügen, weil A war's ja. Und B würde auch lügen. Gehen wir sicherheitshalber nochmal mit D durch erst, würde ich sagen. Genau. Es war B oder C. Einer von beiden. So, wenn's B oder C war, dann könnte es zum Beispiel C gewesen sein. Dann würde aber auch B korrekte Antwort geben. Und dann würde B korrekt oder A lügen oder A korrekt und ja, B lügen. Ja, genau. Es muss A der Schuldige also sein. Also ist es C, der richtig... Der richtig... Ja, der, gefragt ist aber, wer der Schuldige ist. Nicht wer recht hat. Oh, fuck. Also A. Ja, der sieht auch schon so schuldig aus. Stimmt. Dann lüften wir die Sache mal. Yay! Wuhu! Alter, zum Glück hast du mir das noch gesagt. Glück gehabt. Oh, ich habe 1492 Pikarat. Ich auch.
Sehr gut, A ist schuld. Er hat die Hühner aber nicht gestohlen, sondern nur vergessen, die Tür zuzumachen. Zur Strafe muss er die Hühner wieder einfangen und den Hühnerstall gründlich sauber machen. B und D müssen ihm aber helfen. Das kommt davon, wenn man schwindelt. Ja, was machen wir mit den Kühen, die da noch auf der Farm sind? Die einen sind Wargauer und die anderen sind Schwindlinger. Schwindlinger Rinder. Ja, ja. Der Hühnerdieb zur Gerichtsakte hinzugefügt. Oh, Blumengarten, Palmengarten. Palmengarten. Machen wir den gleich? Machen wir. Heiliger Bimbam, das war so also wirklich. Jetzt kann ich wieder gut schlafen. Ein Mann, ein Wort. Ich verrate euch, was ihr wissen wolltet. Rocho wurde bereits von einigen unserer Männer bei dem alten Bergwerk von Chirido gesehen. Irgendwo dort muss er sicher hausen. Also, euer Mut in allen Ehren und so, aber wenn ihr da rausmarschiert, kann ich für eure Sicherheit nicht garantieren. Wenn ihr wirklich auf der Suche nach El Rojo gehen wollt, müsst ihr auf euch selbst aufpassen. Seht euch vor. Ich sag's euch im Guten. Wenn euch euer Pelz lieb ist, haltet euch lieber fern von dem wilden Wurm. Oh nein, ich möchte aber meinen Pelz nicht verlieren. Der Schlafplatz von El Rojo scheint also in dem alten Bergwerk sich zu befinden. Statten wir ihm also noch einen Besuch ab. Überlass das nur mir. Vielleicht kann ich ihn davon überzeugen, uns das Ei zu geben. Jetzt habe ich auf mein DS gespuckt. Ja. Blumengarten. Okay. Blumengarten, genau, das wollte ich nämlich auch gerade machen. So, Blumengarten. Nicht Pret-a-Porté. Pret-a-Porté. Zurück. Palmengarten. Eine Tropenoase, die ein reicher Ölmagnat für sich erbauen ließ. Ein Ölmagnet? Ein Ölmagnet, genau. Kühlschrankmagnaten. So, das hätten wir auch. Außer natürlich, wir machen das so. Aber da kommen wir ja nicht durch. Okay. Dann doch lieber so erstmal. Wenn ich jetzt keinen vergessen habe, war das jetzt sehr simpel. Nicht jetzt? Los. Ich habe jetzt, glaube ich, noch einen nicht. Oh nee, irgendwas hat nicht funktioniert. Warte mal. Ach du Schande, ey. Ah, das habe ich nicht gesehen. Das habe ich nicht gesehen. Okay, dann war es doch nicht falsch. Dann war es doch nicht richtig, meine ich. Ach, muss ich hier Güte. So ach du gute Güte. So, jetzt aber. Oh, da, an den da komme ich noch nicht ran. Das ist ja. Da muss ich. Ah, da oben ja ist auch noch ein Zaun, den habe ich auch nicht gesehen. Fuck. Warte. Damn. Ja, dann mach ich das einfach so. So und so, okay. Alter, nee, ey, das sieht mal übelste nach. Oh Gott. Ich hab das arg zusammengestüpfelt, aber. Das ist da, das ist aber noch nicht da. Wie komme ich denn da hin? Fertig! Blumig! Warte doch mal! Ich hab so ein paar Zäune immer übersehen, aber. War alles gar nicht so schlimm. Zum Glück. Na dann. Oh. Ich trink mal einen Schluck. Trink doch mal einen Schluck. Ordentlichen Schluck. Ja, hol mir mal eine Flasche Bier, genau. Sonst streike ich hier. Dass du gleich weißt, was ich meine, finde ich gerade cool. Tja, bin halt nicht von gestern, sondern von vorgestern. Genau, weil das ist ja schon so lange her jetzt. Ja, so. Irgendwas fehlt da noch, genau. War ja klar. Ich schaue so lange mal, wer mir hier geschrieben hat. Ich habe eine Idee. So, jetzt nochmal. Ah, das geht da ja nicht durch. Damn. Damn. Okay, stimmt. Das ginge auch noch. Das stimmt ja. Das geht ja. Dann mache ich das doch so. Und den dahin. Moment, so.
Irgendwas haut nicht hin. Ah, haben die sich etwa überschnitten? Nee, der kommt da, nicht durch. Du hast vielleicht einen Zaun übersehen, so wie ich. Ah, Scheibenkleister. Nee, der hier geht nicht weit genug. Also? Ja. Also ich habe auch alle Teile gebraucht. Das geht vielleicht auch mit weniger, aber ist ja egal. Ja. Schiete. Den kriege ich nicht aktiviert, aber es gibt ja so Pilze, die so heißen, ne? Welche? Shiitake-Pilze. Shiitake-Pilze. Och Mann. Du bist doof. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ach, den kriege ich ja auch nicht zusammen. Was ist denn das hier? Gleich setzt es was. Eltern erwischen Kind im Casino. Oh, ich weiß, woher das ist. Das Romanisch hört man an der Frau bekommt Lesepult geschenkt. Das hört man, woher der Spruch ist, echt. So, das erstmal so weg. Okay, das da nach oben, genau. Weil da kommt ja das schon. Braut im Hochzeitskleid, Frau stellt während eigener Trauung Bier her. Das hat jetzt eine Menge gedauert, bis ich wirklich, das sind so. Das gibt's doch nicht. Das ist genau mein Humor, ich finde das so super. Ich finde das doof. Echt, ey. Du, das ist typisch Postillon, oder wie der heißt. Ich lieb das. Ich hasse wurde das. Wurde unnötig aufgebaut. Schwattehersteller weist Kritik an hohen Lagerbeständen zurück. Super. Oh, Scheibenkleister. Ich hab hier fast alles, aber irgendwas fehlt. Irgendwie komme ich da nicht weiter. Oder? Doch. Weiß nicht. Doch. Da nicht. Aber da. Und ich habe sogar noch einen Teil übrig, wenn ich das so richtig sehe. Ich habe sogar zwei Teile übrig. Und ich hab's fertig. Ha! Sehr gut. Bin ich jetzt besser als du? Nein, weil du viel länger gebraucht hast. Aber dafür habe ich eine effizientere Lösung. Hätte ich so lange gebraucht, hätte ich auch eine effizientere Lösung gehabt. Da hätte ich auch eine effizientere. Ach, lass mich doch trinken. Ja, so. Trink noch einen Schluck, dann geht's besser. Wollen wir noch ein Stück? Ein Stück? Nee. Okay. Ich habe jetzt gespeichert, weil du hast doch gesagt, du musst. Ja, ist okay. Nur weil ich ein paar Minuten später bei dir sein könnte, du bestehst drauf. Dann hätte ich nämlich auf mein Mittagessen verzichtet. Oh, das kannst du doch nicht tun. Nein, nein, genau. Nein. Nein, nein, geht nicht. Also zugeklappt, eingepackt, Mittag gegessen. Und eingekackt. bye-bye. Du kannst den klappen? Was? Du kannst den klappen? Wen? Ihn. Ihn? Natürlich. Bevor du ihn einpackst. Tschüss. Tschüss.